Der heutige Tag steht unter dem wunderschönen Motto What I give to my community. Ich finde, das ist ein wunderschönes Motto. Und so habe ich dies zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, was du unserer Gemeinschaft alles zu geben hast. H wie Handeln. Geradlinig verfolgst du deine Ziele und räumst Hindernisse problemlos aus dem Weg. Den Stolpersteinen des Lebens begegnest du stets mit einem breiten Lächeln. H wie Haushalt. Durch deine äußerst gute Kinderstube hast du von klein auf gelernt, dass Haushalt nicht reine Frauensache ist und unterstützt mich tatkräftig und effizient in der Küche. Aller guten Dinge sind drei, deshalb H wie Hygiene. Du brauchst Sauberkeit wie die Luft zum Atmen. Deine ausgeprägte Aversion gegen Dreck jeglicher Art sorgt für dein Gedeihen in nahezu keimfreien Welten. Du schmutzt kaum bis gar nicht. Mit etwas guten Willen könnte man dich sogar als bedingt stubenrein bezeichnen, weil du ab und zu in die Schüssel triffst. Aber genug der Lobesworte über deinen Vater. Obwohl er sein wertvolles Erbe in diesen drei Bereichen gleich hoch drei an dich weitergegeben hat, geht es heute um weit mehr. Schließlich ist nicht Weltmännertag, sondern Welt-Down-Syndrom-Tag. Und damit ist das dein ganz persönlicher Tag, um der Gesellschaft mitzuteilen, was dich als Mensch ausmacht. Sag mal, was kannst denn du besonders gut? Erzähl einmal. Aufs Klo gehen kannst du besonders gut. Ja, die Selbsteinschätzung ist schon mal genauso grandios wie bei deinem Vater. Probier's und wenn du es nicht schaffst, dann machen es wir. Aber du musst es probieren. Okay. Und Flo, was würden denn deine Freunde sagen, was du besonders gut kannst? Backen. Aber Brote, die steht da Palante, und das war toll. Und jetzt war es da. Aber geht. Unser österliches Bastelwerk. Ich gefällt dir. Aha! Was bist du denn? Ich bin der Krampus aus dem Wald. Und wer bist du? Ich bin der Krampus auf der Bühne. Auf der Bühne? Ja. Ein Bühnenkrampus. Und wo ist der Osterhase? Da. Wo? Da draußen. Ah, draußen ist der. Ja. Holt sich der die Eier gerade zum Anmalen? Ja, und dann essen wir Altam. Wir essen den Osterhasen? Oh mein Gott. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Und dann essen wir dann essen ich denke gerne, warte jetzt im Schwimmbad. Wenn du ins Schwimmbad gehst, was machst du denn dann? Tauchen. Und was noch? Drücken. Ja! Nein! Nein! Blinnen. Blinnen! Geht lang, bitte. Um nochmal auf den Haushalt zurückzukommen. Solange die Gäste nicht sehen, wie bei uns gekocht wird, schmeckt es ihnen nämlich sogar. In der Weihnachtsmetzgerei
so manche Leckerei. Mein Bruder klettert. Oh, Vorsicht, Fuchs, das ist nicht drüber. Deine Schürze, die rutscht da und so. Du selbst isst eh nur Brezen vom Bäcker deines Vertrauens, also was soll's? Überhaupt bist du ein Mann mit Prinzipien. Man könnte auch sagen, ein Totalverweigerer, der stets dagegen ist. Dein großes Vorbild ist Mr. Bean und deine Parodien sind erschreckend nah am Original, was dir stets die staunenden Blicke der breiten Öffentlichkeit garantiert. Du bist eine Naturgewalt, ein Tornado, der unser schönes Haus binnen Minuten in Lost City verwandelt. Auf kritische Anmerkungen reagierst du so. Du gibst nie klein bei. Lieber haust du lautstark auf den Tisch, um deine Interessen zu vertreten. In deinem Leben schreibst du dein eigenes Drehbuch und machst dir an jedem Ort die Welt, wie sie dir gefällt. Wie der leibhaftige Hotzenplotz schaust du aus. Dein Bart. Du brauchst gar nichts zu tun. Du hast einen Bart. Na da. Du hast einen ganz eigenen Bart heute. Okay. La 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 la. La 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 la. Wer sind Sie denn? Atepot. Der Hotzenplotz. Ja. Das kann ja jeder behaupten. Warte, Dolle, diese Mitte. Wei, warte, Dolle. Ach so, Sie sind ja mit der Pfefferpistole und den 7 Messern, oh mein ja. Gott. Aber. Meine Kaffeemühle, das ist ein Geschenk vom Seppel und dem Kasperl. Nein. Doch. Nein, total. Ich gebe Ihnen die nicht freiwillig. Bitte. Hilfe! Du spielst dabei gerne mit dem Feuer, kommst ihm zu nah und verbrennst dir die Finger. Mutig blickst du der Gefahr ins Auge, ohne die Wortbedeutung überhaupt zu kennen. Floda, wenn es drunter fällt, dann bist du der Depp, das sage ich dir schon. Ja. Das Wort Nein kennst du nur dann, wenn es um die Vertretung deiner persönlichen Interessen geht. Ja. Papa muss noch Feuer machen, Flo. Nein. Doch. Nein. Doch. Du schätzt gutes Personal. Mama! Und gehst liebevoll und nachsichtig mit deinen Angestellten um. Oh. Papa! Papa! Manchmal bist du etwas abgehoben und schwebst über den Dingen. Doch du bist in perfekter Balance. Deine Anmut und Grazilität wurden dir von deiner Mutter in die Wiege gelegt. Du willst hoch hinaus, ohne Rücksicht auf Verluste. Klettern! Ja, da kann man nicht klettern. Hier. Das ist eine Steilwand. Nein, du bist ja nicht der Ötzi. Nein, wieder. Du alleine bin ich. Aber du wagst auch den Sprung ins Ungewisse. Ja. Oh, haha, toll gemacht. Du bist der bescheidene Held, der im Verborgenen agiert. Ach, jetzt bist du da in Ohnmacht gefallen. Du scheust dich aber auch nicht, deine weibliche Seite auszuleben und Verletzlichkeit zuzulassen. Tobsuchtanfall. Bisweilen bist du eine Diva und verlässt die Bühne, ohne dich noch einmal umzudrehen. Manchmal lockst du uns auf falsche Fährten und in die dunkelsten Abgründe. Auch wenn du mit List und Tücke deine Geschicke zu deinen Gunsten lenkst, dein Herz ist von Grund auf gut. Du teilst gerne dein Toastbrot, weil du es hast und lieber Breze möchtest.
dein Joghurt, weil du es liebst und einen Freund glücklich machen willst. Kekse, weil Kinder nun einmal Kekse lieben. Du bist mitfühlend. Wenn ein anderer sich wehtut, tröstest du. Du hörst aufmerksam zu, denn deine Mitmenschen sind dir wichtig. Du bist kontaktfreudig und weltoffen. Du bist hilfsbereit und liebenswürdig. Die Geschichte des guten Samariter St. Martin, der seinen Mantel teilte und einem armen Bettler eine Hälfte davon schenkte. Du liebst diese Geschichte so sehr, dass du sogar der Trockenwüste Afrikas ein Gastspiel gegönnt hast. St. Martin als gutherziger Kosmopolit. Was für ein schöner Gedanke. Da hinten. Oh guter Mann, helft mir. Ich friere so. Es ist so kalt hier draußen in dieser Winterlandschaft und ich habe keine warmen Kleider. Könntest du mir ein Stück von deinem Mantel abgeben? Oh, hab Dank, guter Herr. Jetzt friere ich gar nicht mehr so sehr. St. Martin, du bist ein guter Mann. Tschüss. Danke. Herzlichen Dank. Du fällst gerne mit der Tür ins Haus. Bist oft kackfrech und manchmal ein richtiger kleiner Teufel. Auch die Umschreibung kleines Terrormonster trifft des Pudels Kern ziemlich gut. Du machst jeden Supermarkteinkauf zu einer Odyssee mit ungewissem Ausgang. Bei Restaurantbesuchen hingegen variierst du nur wenig und spulst dein Repertoire nach Schema F ab. Deine legendären Table Dance-Einlagen sorgen jedenfalls dafür, dass wir wohl niemals den Award der Bilderbuchfamilie des Jahres gewinnen werden. Du bist unser Pumuckl, der neckt und versteckt und niemand was meckt. Dein Faible für Chaos, insbesondere deine Fähigkeit, besagtes Unheil in Sekundenbruchteilen zu stiften, weckt bisweilen das Tier in deinen Eltern. Und du bewegst dich dann auf dem schmalen Grat zwischen Gift- und Galle-spuckenden Gryffilo und gutmütigen Samson, der einen Wutanfall lediglich imitiert, weil er den Gryffilo keinesfalls gegen sich aufbringen möchte. Du führst uns täglich aufs Glatteis. Und bist unser persönlicher 8000er, der uns ordentlich den Atem raubt und böse ins Schwitzen bringt. Du bist ein langer, gerader Weg, ohne Ausfahrten oder Abkürzungen. Du lebst im Hier und Jetzt, ohne den Ehrgeiz deiner Mitmenschen, schneller, höher oder weiter zu kommen. Du fährst auf Autopilot und pfeifst auf die Etikette oder Konventionen. Um deine Zukunft mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Bei deinem riesigen Talent kannst du ja immer noch bei Deutschland sucht den Superstar groß rauskommen. Im Ernst, du bist nicht wie die anderen. Du bist ein Unikat. Und wenn es dich noch nicht gäbe, dann sollten wir das Patent auf deine Erfindung definitiv anmelden.
Du bist jeden Tag ein Überraschungspaket mit völlig unvorhersehbarem Inhalt. Aber auch das größte Geschenk aller Geschenke. Seit du vor 6 Jahren in mein Leben getreten bist, sehe ich es zwar selten durch die rosarote Brille, aber es ist eben auch nicht alles schwarz oder alles weiß. Nein, jeder Tag ist bunt, mit unzähligen Farbschattierungen. Immer wieder neu, immer wieder anders, aber immer voller Liebe. Denn Humor ist, wenn man trotzdem lacht. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Down-Syndrom-Tag 2018.